Mit einem 2:1-Sieg über Carl Zeiss Jena hat der FSV Zwickau am Sonntag den Anschluss an die Tabellenspitze gewahrt. Dabei sorgten die Gäste gleich nach 13 Sekunden für einen Paukenschlag. Der Ball landete nach einer Unstimmigkeit in der FSV-Abwehr im Zwickauer Netz. In der 58. Minute gelang Oliver Genausch der Ausgleich. Nach zwei Platzverweisen auf Thüringer Seite folgte der Siegtreffer von Michael Schlicht in der 76. Minute. Dazu jetzt noch ein paar Stimmen. Die Enttäuschung steht dem Torwart des FC Carl Zeiss Jena ins Gesicht geschrieben. Nach 14 Sekunden das 1:0 für ihre Mannen, das hält bis zum Pausenpfiff. Aber was dann passiert ist, können Sie mir das mal erklären? Das heißt, was dann passiert ist. Weil ein Mann weniger hätte man vielleicht gerade noch so hingekriegt, aber dann mit zwei Mann weniger, ist ja klar, hier Zwickau zu Hause. Hier, die Jungs liegen hier rum, hat jeder alles gegeben und mit zwei Mann weniger ist es dann schwer hier zu gewinnen. Denen war das vielleicht auch über die Saison hinweg die beste Leistung kämpferisch des FC Carl Zeiss. Das ist jetzt so direkt nach dem Spiel, kann ich das jetzt nicht beantworten, aber es war, das hat jeder alles gegeben, haben das versucht und wie gesagt, dann mit zwei Mann weniger wird es schwer. Lutz Lindemann, Ihr Trainer war jetzt soeben in der Pressekonferenz hoch, rot und zornig. Er hat gemeint, das hat mit Sport nichts zu tun. Was hat denn der Präsident heute gesehen bei dieser 1:2 Niederlage seiner Mannen in Zwickau? Na, erstmal muss man es anerkennen, wenn man verliert. Aber ich denke, dass der Schiedsrichter unabhängig davon auf beiden Seiten sehr, sehr schwach agiert hat. Und so ein bisschen Arroganz sollten die Leute auch ablegen. Ne? Ich meine, da ging es auf beiden Seiten hin und her. Und ich habe gedacht, dass er diese lange Leine, die er am Anfang hatte, bringt er sich dann selber in Bedrängnis. Und das hat das Spiel auch nicht verdient. Und wenn wir das Spiel dann mit 8 Feldspielern beenden, dann ist es dann auch schwer, ein positives Ergebnis einzufahren. Wenn man das Spiel in der Hinrunde betrachtet und das Spiel heute, dann war das ein klarer Qualitätssprung beim FC Carl Zeiss. Würden Sie das unterschreiben? Das unterschreibe ich direkt. Ne? Ich denke auch, dass wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr ordentlich gestanden haben, haben versucht, auch Fußball zu spielen, haben den Zwickauern eigentlich keine Torchance gestattet. Müssen vielleicht sogar das 2:0 machen, zumindest muss der Ball mal aufs Tor, dann haben wir eine Chance. Und dann natürlich ab der 46. Minute haben wir uns da selber in die Probleme gebracht. Dann kann man halt das Spiel nicht gewinnen. Lutz Lindemann, sprechen wir mal noch einen Satz über die Meisterschaft insgesamt. Mhm. Im Vorfeld war natürlich auch der FC Carl Zeiss Jena hoch gehandelt, hat sich dann aber leider ziemlich schnell aus dem Kreis der Favoriten verabschiedet. Ist möglicherweise auch der Druck von außen, der auf den Spielern, der auf dem Verein insgesamt lastet, viel zu groß, dass manch einer damit nicht klarkommt? Wie würden Sie es sehen? Ja, man muss natürlich hier schon mal in die Historie gehen. Ne? Und die letzten Jahre, da nimmt man einfach immer an, Jena ist immer Favorit, die müssen aufsteigen und dann erklärt man das auch den Leuten vor Beginn der Saison. Aber wir haben jetzt im Winter schon mal eine Korrektur vorgenommen. Wir werden uns diese Bürde nicht immer so aufnehmen, sondern wir müssen gucken, dass wir uns mal als Mannschaft entwickeln. Die Zwickauer haben es uns eigentlich vorgemacht, dass die in den letzten 2-3 Jahren ziemlich konstant waren und am Ende sind sie erfolgreich und das wollen wir auch. Wir haben viele junge Spieler und aus diesem Spiel nehme ich zum Beispiel mit, wer Charakter hat und wer uns dann weiterbringen kann. Und deswegen gucken wir mal, wie es dann läuft, ohne immer nach vorne zu brechen. Was wir intern uns dann nochmal vornehmen, ist eine ganz andere Frage. Lutz Lindemann, ein abschließender Satz. Wem trauen Sie denn am ehesten zu, Meister zu werden? Und dann auch, es geht ja nun möglicherweise gegen Offenbach, Saarbrücken oder Elversberg, dort zu bestehen und Drittligist zu werden. Magdeburg oder Zwickau, was würden Sie sehen? Das sind zwei unterschiedliche Mannschaften. Ich denke, dass die Zwickauer in der Defensive Vorteile haben, sehr gut stehen. Das merkt man auch, dass sie zu Hause Probleme haben, das Spiel zu machen. Die Defensive ist gut, Magdeburg ist fußballerisch vielleicht ein bisschen besser. Aber eins kann ich beiden sagen, egal wer da kommt, Relegation ist schwer, das wissen die Leute natürlich auch und hängt manchmal von einem Schuss, der am Pfosten geht oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn einer unserer Spitzenteams dann aufsteigen, um diese unsägliche Situation auch zu meistern. Denn wer Meister werden wird, der muss halt normal aufsteigen. Lutz Lindemann, klare, ehrliche Worte. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen persönlich, wünsche dem FC Carl Zeiss Jena alles Gute und wie Sie schon gesagt haben, dass einer der unsrigen dann hochkommt. David Wagner, leichte Spiele gibt es nicht.
Aber heute sage ich ganz besonders herzlichen Glückwunsch, wie sich die Mannschaft wieder aufgerappelt hat. Nachdem sie nach 14 Sekunden fast wie nach einem Biss der Kobra Nerven zeigen musste, wie erlebt man denn als Assistenztrainer solch eine Situation? Ist noch gar nicht losgegangen, vielleicht haben Sie es doch gar nicht gesehen. Aber gesehen haben Sie es. Doch, das habe ich schon gesehen. Es war halt ein Abstimmungsproblem von unserem innenverteidigenden Außenverteidiger. Das ist halt mal ein Fehler, der auch mal passiert. Das ist dann trotzdem mal okay, sowas auch mal zu sehen, weil die Jungs eine sehr, sehr gute Saison spielen. Auch mit einer sehr guten Mentalität ausgestattet. Und dass dann natürlich auch mal ein Fehler passiert, das wollen wir nicht. Das soll auch nicht passieren, aber das ist halt dann manchmal so. Viel wichtiger ist, und wo ich heute wiederum stolz auf die Mannschaft bin, dass wir eine extrem gute Mentalität an den Tag legen, eine super Moral. Das hätte ich Ihnen jetzt auch gesagt, hätten wir das Spiel nicht gewonnen. David, nun ist ja unmittelbar nach dem zweiten Durchgang Jena zweimal dezimiert worden. Manchmal kann das auch zusätzlich noch schwierig sein, denn das war nicht so einfach, wie manch einer geglaubt hat, der gesagt hat, naja, jetzt sind die zwei weniger, jetzt machen wir das ganz locker durch. Ja, ganz locker durch geht es ja generell nicht. Aber ich sag mal, mit zwei Mann weniger, das ist dann schon ein großer Vorteil, den man dann hat. Bei einem Mann ist es immer so, dass dann die Unterzahl Mannschaft noch eine Schippe drauflegt. Da ist es dann manchmal schon schwieriger. Bei zwei Mann ist es dann schon auch ein guter Vorteil unsererseits, muss man schon sagen. Wir sprechen jetzt mal noch nicht von der möglichen Relegationsgeschichte. Wir blicken nach vorn. Das nächste Spiel, dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Der FSV Zwickau ist nach wie vor mit dabei. Hut ab und herzlichen Glückwunsch. Danke. Tschüss.